Ja, ob ich es jetzt wieder einmal besser kann oder nicht. Ich meine, draußen habe ich ja sozusagen auch nur die ganze Zeit Fehler gemacht. So. Hü, Pferdchen. So. Jetzt hat es auch noch die Stange mitgerissen. Oh, so ein blödes Pferd. Hindernisse gesamt 4, davon bestanden 3 Fehlerpunkte. 4 Zeitlimit 60, benötigt die Zeit 19. Also absolut Fehlerpunkte. Ach ja, stimmt, wenn das Pferd verweigert. Ach, habe ich ja total vergessen. Stimmt, das war ja mal so. Aber wie gesagt, das vergesse ich irgendwie manchmal immer zu gerne. Was ja dieser Fehlerpunkte und so immer mit dem Verweigern zu tun hat. So, wir wollen ja heute nochmal über die Brücken reiten, ne? Brücke. Wie sieht das denn? Dann ist er total einfach. Achso, Hindernisse gesamt 2, davon bestanden 2, Fehlerpunkte 0, Zeitlimit 40, benötigt Zeit 19, Abziehung 4.0. So. So schön. So. Trotz Ausreiten und dann noch in der Stadt und Geld verdient und so. Ist doch echt perfekt. Wir haben richtig gut alles geschafft. Ach, morgen habe ich ja noch dieses. Ach, ich weiß nicht. Ich mache, glaube ich, morgen das Turnier einfach nicht mit. Oh, mein Pferd muss sowieso geputzt werden. Gut, dann reiten wir doch zurück und putzen die. Daran soll es ja nun mal nicht scheitern. Oder daran soll es auch nicht liegen. So. Absatteln. Damit wir dich auch noch striegeln können. So, Minenkamm. So, das sollte eigentlich reichen. Es macht aber eigentlich hier dieser Eisenstriegel. Geht das damit eigentlich besser? Ich nehme mal hier wieder mein Plastikstriegel. Ja, wie finde ich, der geht damit besser. So, dann die Hufen. Dum, dum, dum.
So, dann die Mähnenbürste für den Schweif. Kann ich auch noch mal irgendwie durchgehen. So, dann die Wurzelbürste. Beinchen hier wieder ordentlich schön und sauber sind. So, dann die Kardätsche. Wenn dann noch das wird hier noch nicht tipptopp ist, dann weiß ich auch nicht. Aber es sieht ja so aus. Ist ja nichts mehr Rotes oben. Ja, so, geschafft. Pferdchen ist wieder sauber. Toll. So. Dann können wir auch wieder ins Bett. Ist ja auch schon wieder recht spät. Achso, ich wollte mich jetzt noch umziehen. Stimmt ja. Ach ja, warum eigentlich nicht? Achso. Bestätigen. Ja. Hallo? Ich möchte meine. Achso. Ach Gott, ey, muss ich das mal so machen? Und meinen Cowboyhut möchte ich aufsetzen. Geht doch. So, was ist da jetzt eigentlich mit meinem Pferd hier? Nur sieht doch eigentlich recht gut aus mit dem Mut. Aber wahrscheinlich war es denen für heute noch zu wenig. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Das heißt auch so, ich darf erst nächsten Samstag am Turnier teilnehmen. Verbessere den Mut deines Pferdes durch Springlektion, um am Pflichtturnier Samstag teilzunehmen. Ach was, wirklich? Sagt bloß. Ich weiß noch nicht, ob ich an dieses Turnier teilnehme, weil es ist ja noch nicht mal Pflicht. Warum soll ich an das Turnier teilnehmen? Die Aktion habe ich sowieso schon erledigt. Wir machen da einfach nicht mit. So, fertig, aus. Ganz einfach. Wir gehen einfach ausreiten. Zuerst können wir nochmal zum Springturnier hingucken. Oder wir machen zuerst ein paar Aufgaben da. Das können wir eigentlich auch machen. Ja, wir machen erstmal ein paar Aufgaben. Erstmal Dressur, dann gehen wir weiter zum Western und dann nochmal zum Springen. Und dann sollte es eigentlich auch gut sein. Und dann können wir ins Gelände. So. Das Turnier dauert ja auch immer so lange, finde ich. So.
Ups. So, dann wollen wir doch mal aufsteigen. Reiten wir doch mal dahin. Ein freiwilliges Übungsturnier im Westernreiten beginnt. Nicht teilnehmen. Bist du sicher? Nicht teilnehmen. Warum kann ich sie jetzt nicht ansprechen? Achso, jetzt. Aus dem Zirkel wechseln. Oh, das hört sich doch interessant an. Lerne nun das Kommando aus dem Zirkel wechseln. Reite von A gegen den Uhrzeigersinn im Halbkreis bis zur Mitte von V und P. Weiter im Halbkreis bis zur Mitte von S und R, dann im Halbkreis bis C und genauso wieder in den Halbkreis zurück zu A. Ah ja. Haben wir denn trotzdem keinen Regierzirkel? Ah, naja, okay. Alle Wärme, wie ist das mal wieder ein bisschen mehr zu tun? Als nur immer unten auf den kleinen Zirkel da rumzureiten. Das war jetzt ein ganzer Zirkel. Aber naja, was soll's. Achso, Perfektionsgrad 91, absolute Fehlerpunkte 0. Jo, das ist doch schön. So, Fettchen, komm. Den reiten wir auch erstmal hier ran. So, Brücke. Ach ja, die haben wir ja immer noch. Okay, ich habe fast schon wieder vergessen. Hindernisse gesagt. 2. Davon bestanden 2. Fehlerpunkte 0. Zeitlimit 40. Benötigt Zeit 19. Abzielfehlerpunkte 0. Ja. Schön. Und neue Lektion natürlich. Ja. Sehr schön. Schaffe ich das heute auch beim Springreiten? Ich denke mal schon, ne? Warum denn eigentlich nicht? So. Sprungmittel. So, schneller Fettchen, schneller. Ja, wir regen uns wieder beim grünen Hindernis auf. Wir schmeißen auch mal einfach Stangen. Oh Gott. Das kann ja noch heiter werden. Ja, toll. Hindernisse gesamt 4, davon bestanden 3, Fehlerpunkte 4, Zeitlimit 60, benötigt Zeit 8.